Einst beste Freude, dann erbitterte Rivalen, weil er einfach nur eifersüchtig war. Ach Mensch. Eigentlich müssen die Kobolde jetzt nicht mehr trainiert werden, jetzt wo alles vorbei ist, ne? Theresa ist auch wieder zurück in Green Hill. Und Rio steht an der Wand, wo sie auf Joey gewartet haben. Ah. Jetzt haben wir wirklich das Ende gereicht und sehen quasi, was die anderen jetzt wieder alle erreicht haben. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen können, das könnt ihr euch entsprechend dann selber alles durchlesen. War beim ersten Teil ja genauso, da kam ich ja auch irgendwann nicht hinterher. Finde ich aber auch schön zu sehen, wie die anderen sich jetzt also tatsächlich entwickelt haben, ne? Ja, die anderen Endings, also die zwei Endings kann ich ja noch zeigen wahrscheinlich gleich. Und ja, Rabe, jetzt kannst du gerne das wahre Ende beschreiben, weil neugierig bin ich halt schon, wie es hätte ausgehen können. Ist aber schon irgendwo heftig, so dieses Ende jetzt zu sehen, ne? Dass Joey halt, ja, tatsächlich sein Ende fand, ne? Im wahren Ende kommt Shu dazu und unterbindet den Kampf und ihr erfahrt, dass Nanami noch lebt. Sie wollte einfach nur weg und konnte das Ganze nicht mehr sehen. Somit machen Rio und Joey sich gemeinsam auf nach Kiara, um sie vorzufinden. Oh. Okay. Ja, schade, dass ich dieses Ende nicht sehen konnte, ne? Lecknaut befreit Joey und Rio von ihren Ruhen. Oh! So wäre das Ganze also unterbunden worden, okay? Ich finde aber gerade hier diese Animation schon cool. Die Zirkusartisten. Und da wird Karten gespielt oder Karten gelegt. Und so konnten sie wieder ein unbesorgtes Kinderleben führen. Oh. Das wäre halt echt ein schöneres Ende gewesen. Das hier ist halt schon sehr traurig gerade, ne? Man muss echt sagen, also von den PS1 RPGs ist es, würde ich schon sagen, echt eines der mitunter besten, ne? Was die Leute hier auf ihre Beine gestellt haben. Wie schon gesagt, schade, dass es eigentlich damals recht untergegangen ist, weil es 2D war und die Leute größtenteils 3D sehen wollten. Und halt, ja, sowas bei vielen untergegangen ist. Ich meine, man sieht ja die Preise auf eBay und dass halt viele hoffen, dass dieses Remaster endlich mal erscheint. No. Aber an sich echt ein sehr schönes Spiel. Interessante Geschichte, der man gerne weiterverfolgen möchte. Und dieses Spiel hat im Vergleich zum ersten Teil einiges echt auch nochmal aufgewertet und besser gemacht. No? Wenn man überlegt, wie sich die Geschichte entwickelt hatte. Ganz am Anfang, wie gesagt, wegen dem Friedensvertrag, der dann gebrochen wurde. Und Rio und Joey erstmal getrennte Wege ging, deswegen auch dieses Versprechen da an diesen Stein.
Und ja, dass es dann halt so ging, dass Joey, ja, tatsächlich sich wandte und einfach auf einmal in der gegnerischen Seite übergegangen ist. Und das alles nur, weil er halt neidisch auf Rio war. Und ja, das ist schon irgendwo traurig. Einst beste Freunde und dann erbitterte Feinde. Aber trotzdem haben sie gemeinsam noch gegen Gorudo gekämpft. Einfach weil deren beiden Kindheitsfreunde Nanami das Leben genommen wurde, haben sie nochmal zusammen gekämpft. Letzten Endes war es ja jetzt aber dann so, dass Joey, ja, Rio halt seine Kraft gegeben hat und sein Leben ließ. Und dieser Kampf damit vorüber war, ne? Das ist wirklich schon eine sehr coole Geschichte. Eine, die wirklich, ja, sehr viele Twists auch hat. Der Soundtrack dieses Spiels ist auch grandios, den habe ich auch lieben gelernt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den Soundtrack hier echt noch um Welten besser als im ersten Teil. Der Soundtrack hat mich sehr begeistert. Ach, und da kommt der Max reingeradet. Danke für den Raid, Max. Ihr kommt genau jetzt, wo ich das Ende des Spiels erreicht habe, rein. Und sei gegrüßt, Raiders. Wir haben Suikoden 2 beendet. Ja, endlich hat der DJ diese Perle nachgeholt. Ja, wurde auch mal Zeit. Ich war ja schon länger neugierig auf die Reihe, aber wenn man halt so viele Spiele hat, die man gerne mal angehen will, dann ist es schwierig zu sagen, ne, wann geht man dieses an oder wann macht man das. Da tue ich mich ja immer noch manchmal etwas schwer mit. Aber ich bereue es nicht, dass ich die Spielreihe begonnen habe. Sei gegrüßt, Max, sei gegrüßt, Johnny, sei gegrüßt, Umbrell. Die Raiders wissen eben genau, wann sie kommen müssen. Ja, genau, wenn das Spiel vorbei ist. Du könntest am Tensan-Pass noch Joey im Duell besiegen. Oder den Besprechungsraum betreten. Ich kann ja auch noch ein schlechtes Ende machen, Rabe. Habe ich ja auch noch einen Speicherpunkt vorher gemacht. Wo du geschrieben hattest, dass ich ein schlechtes Ende abgewendet habe. Das würde ich dann auch gerne noch zeigen. Oh, du hast den Hubschrauber, den Hind D in Metal Gear Solid besiegt. Glückwunsch, Max. Genau, mit Nanami weglaufen. Ich muss aber auch sagen, das darf ich auch nicht vergessen. Ich muss an dieser Stelle echt auch nochmal sagen, danke an Ravenite, der mir wirklich hier auch, sag ich mal, geholfen hat, sämtliche Sterne ranzukriegen, der 100.000 Dosen Baldrian wahrscheinlich brauchte, weil das mit mir nicht leicht war. Auf jeden Fall danke, dass du das mit mir durchgestanden hast und mir auch dabei geholfen hast. Darf ich auch nicht vergessen. Danke dir an dieser Stelle, Rabe. Danke dir. Das muss ich auch noch loswerden. Ach man. Ich fand aber bei diesem Spiel auch cool, es hat auch witzige Minispiele. Dieses Kochduell ist zwar einfach zu machen, aber ich sag jetzt mal so, die verschiedenen Sachen ja, auszuprobieren, so die Rezepte und zu gucken, welches kommt bei der Wertung besser an, ist schon cool. Und wenn ich mir Eiyuden Chronicle mal zu Gemüte führen sollte, bin ich gespannt, wie da das Kochduell abläuft. Schrieb ja der Rabe und Max auch schon, dass das da sehr cool sein soll. Klar, war zwar anstrengend, aber es hat sich ja gelohnt, ja. Auch wenn ich das wahre Ende jetzt leider nicht kriegen konnte, ne, Rabe? Oh, jetzt sehen wir nochmal Flick und Victor. Genau, das fand ich auch klasse, nochmal so die Charaktere aus dem ersten Teil wieder zu sehen, ne? Dass die Geschichte so weitergeführt wurde und man halt viele der Charaktere einfach wieder sieht. Das ist auch schon schön. Und die Nebengeschichte
mit Tier und Gremio. Ich finde sowas cool. Wenn man in der Nachfolgergeschichte nochmal so ein bisschen was von den alten Charakteren sieht, ne? Genau, und wenn ihr dieses wahre Ende sehen wollt, schaut beim Rahmen rein, der hat's erreicht. Ich werde mir das nachher auch mal zu Gemüte führen. Weil das interessiert mich dann doch, ne? Auch wenn ich das in meinem Projekt leider nicht zeigen konnte. Oh Gott, es wird schon wieder gesungen. Ich bin ruhig. Tenga wartet immer noch auf einen Antrag von Hicks, ey. Alles klar, Nico, guten Appetit und bis später. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich hatte bei dem Lied jetzt gerade echt voll Gänsehaut. Jetzt kommen erstmal die Credits. Ja, wie schon gesagt, echt schönes RPG. Definitiv, also es ist schade, dass die Reihe seit dem fünften Teil ja auch keinen richtigen Nachfolger bekam. Ich meine, gut, die Geschichte wird ja jetzt so nur von Teil 1 bis 3 als einzelnes gewertet. Teil 4 und 5 sind ja eigenständige, soweit ich weiß. Aber es ist trotzdem sehr cool, dass man die Reihe ja doch recht gut fortgeführt hatte. Bis Konami dann irgendwann einfach nicht mehr weitergemacht hatte. Leider schade, aber Konami hat sich ja sowieso ziemlich viel in den Sand gesetzt. Also, eigentlich schade, eine einst so große Videospielentwicklungsfirma, die viele echt gute Spielemarken einfach mal in den Sand gesetzt haben. In 4 und 5 gibt es auch nochmal Charaktere aus den ersten Teilen. Oh, okay. Ja, das ist cool. Das ist dann echt cool. Aber ich muss ehrlich sagen, seit ich diese Reihe jetzt auch angefangen habe, vor 3 Jahren habe ich den ersten Teil, fast 3 Jahren begonnen. Eigentlich schon witzig, wenn man überlegt, die Geschichte in diesem zweiten Teil spielt ja 3 Jahre nach dem ersten Teil. Ich habe fast die Zeitlinie eingehalten. Also jetzt im echten Leben. ist schon ganz cool. Wenn auch unbewusst, aber so wenn ich drüber nachdenke, ist es schon irgendwo ganz amüsant, ne? Ja, auf jeden Fall muss man echt sagen, es ist halt wirklich schon schade, dass diese Spielreihe bei vielen wahrscheinlich lange Zeit dran vorbeigegangen ist, ne? Wie ich schon sagte, die Preise von Teil 1 und 2 bei eBay sagen alles aus, ne? Ich denke mal, wobei, wenn das Remaster erscheint, wird das wahrscheinlich auch nicht sehr den Preis senken. Weil, wenn es nur digital kommt, schwierig. Ne? Also ich denke mal, die Originalversion werden dann wahrscheinlich trotzdem noch ihren Wert haben. Auch wenn dieser Teil, also jetzt vom zweiten Teil, die Übersetzung leider etwas gelitten hat. Ich meine, wir hatten noch ein paar englische Stellen, wir hatten ein paar französische Stellen, viele Schreibfehler, ein Dreieck wurde auf einmal ein Rechteck und so weiter. Wenn man davon absieht, ist es trotzdem halt echt eine schöne Geschichte.
und sie wurde echt schön erzählt. Und ich hoffe, bei der Neuübersetzung wird das dann definitiv anders aussehen. Also das, ich finde, das hätten die Spiele verdient. Und ich habe sie auch beide Rabe. Aber leider auch sehr viel für hinblättern müssen vor einigen Jahren, um sie noch in meiner Sammlung zu holen. Aber sie haben es echt verdient. Also für Fans von JRPGs muss ich echt sagen, gehört das, also sollte man sich auf jeden Fall mal dran gesetzt haben. Und ich sag mal auch, wenn man jetzt nur Teil 1 oder Teil 2 gespielt hat, oder einen anderen der Teile. Gut, Teil 4 ist sehr speziell. Schiffe versenken in JRPG-Form. Aber trotzdem haben sie echt ihren eigenen Charme und ja, es gibt ja einen geistigen Nachfolger, Eoden Chronicle 100 Heroes. Ne? Auch wenn der Produzent leider vor ein paar Monaten verstarb, aber in dem Spiel lebt sein Geiste wieder. Weiter. So wollte ich sagen. Ne? Definitiv. Bereue ich es nicht, dass ich diese Spielreihe endlich mal angegangen habe. Ich habe sowieso viele Spielreihen, ne, noch nachzuholen, wenn man mal so überlegt, so jetzt im JRPG-Bereich. Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall die Suikoden Teile 1 und 2 mal geschafft anzugehen. Ja, hoffe auch, ihr hattet soweit auf jeden Fall auch Spaß in den Streams mir zu folgen oder euch das zu Gemüte zu führen, dieser spannenden und doch herzzerreißenden Geschichte zu folgen. Also die jetzt länger dabei waren oder die sich das auch nachträglich angesehen haben. Ihr 5 Leute, ihr habt die Übersetzung verbockt. 6. Oh, naja gut. Übersetzungsfehler passieren halt, ne? Und so, auch wenn das Spiel unter Druck, Zeitdruck übersetzt wurde, ne? Wir hätten nur etwas Zeit von der Baldrian-Sucht runterzukommen. Mach ich Rabe. ich glaube nicht Retro. Es gibt bestimmt noch mehr, die es noch nicht gespielt haben. Aber an dieser Stelle kann ich es nur empfehlen. Es ist schon sehr cool, was man in diesem Spiel alles machen kann. Und ja, spielt es auch, wenn ihr es könnt, ne? Spätestens wenn das Remaster erscheinen sollte, wo ihr das Spiel günstiger genießen könnt. No. Und hoffentlich ohne entsprechend viele Übersetzungsfehler und so. Jo. No. Ein Abschlussbild mit allen drei nochmal. Joey, Rio und Nanami. Ach Mensch. Du wirst es sowieso nicht machen. Ja, ist ja nicht schlimm, Retro. Zumindest konntest du es bei mir jetzt entsprechend erleben und sehen, ne, wie das Spiel so ist. Ja, definitiv ein sehr schönes Spiel. Leider sehr unterschätzt, wie schon gesagt, ne. Und also ich bin auf jeden Fall echt neugierig, wie das Remaster wird und vor allem auch, wie sie das mit der Übersetzung dorthin kriegen. Weil es wurde jetzt wirklich schon lange verschoben, ne. Das ist echt schon der Wahnsinn. Also, ja, lassen wir uns überraschen, was mit den Remaster wird, ne? Ob da noch was kommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich an die Leute, die wirklich live dabei waren, die live mit mir das verfolgt haben. Nochmal danke auch an Ravenite, der es mit mir zusammen, ja, ja, bewältigt hat, ne? Und, ja, hoffe, ihr hattet Spaß, dieser Geschichte zu verfolgen und für die Leute, die das nachträglich ansehen, ich hoffe, ihr seht euch noch die Zusatzendings in den folgenden Parts dann noch an. Ansonsten, ja, würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, danke fürs Begleiten dieser wundervollen Geschichte und hoffe, ihr seid bei der nächsten dann wieder dabei. An dieser Stelle sage ich dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. DJ KR Strikes Back.